Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer lang ersehnten, erneuten Ausgabe von Moon Takes Mount, was ich ungefähr über 2 Wochen lang nicht angefasst habe, aus Rage-Gründen, kann ich ja sagen. Aber ich wollte es jetzt nach 2 Wochen mal wieder versuchen und heute pünktlich am Montag, ich nehme es auch quasi jetzt nachts auf, soll Moon Takes Mount wieder fortgeführt werden. Denn beim letzten Mal hat mich tatsächlich die Soundqualität so abgefuckt, das hört man auch in der ersten Folge. Ich mache das bei manchen Spielen nämlich so, dass ich den Sound nämlich aus Bequemlichkeit vielleicht auch, aber vielleicht auch aus anderen Gründen, direkt mitrecorde. Weil ich, wenn genug Hintergrundsound ist, dort kein weiteres Post-Processing machen muss. Aber da hat es ziemlich stark übersteuert und das hat mich sehr geärgert. Und das soll jetzt besser werden. Und was ich auch noch entdeckt habe, ist, dass zum Beispiel der eigentliche Narrator sogar was vorliest, aber man muss einmal kurz ins Menü. 21. December 1990. The McLaughlin. The McLaughlin family have been so hospitable towards us since we arrived on the island. Daniel took Rachel on a ramble over the island today to show her where his family are buried. There does seem to have been a McLaughlin living on the island since time began. We'll have to take Peter on an adventure one day to try and find them. Denn, das Auftauchen dieser Blätter ist genau auf den Soundfile getimed. Ja, nur blöd irgendwie, dass es dann über einen Bug halt nicht so ganz funktioniert. Gut, ich kenne natürlich jetzt ein paar Stellen schon. Die hier zum Beispiel. Es fühlte sich an, als würde es nie enden. Die Welt würde nicht aufhören, auf mich einzustürzen, bis nichts weiter als Staub übrig bleibt. Ich bin mir nicht sicher. Und zwar hatten wir hier ein weiteres Haus. Und im Koffer war hier dieses komische Dreieck. Schattenwerfer. Ein Schattenwerfer. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es für eine Sonnenuhr war. Ist jetzt kein großer Spoiler. Ach, Moment. 14th of June 1986. Teddy Roberts. You are now looking at Teddy Roberts, a published author. James, my agent, contacted me today with the good news that the publishing deal has been signed. Who would have thought it from my humble beginnings in Glasgow to this? Yeah. 14th of June 1986. Teddy Roberts. You are now looking at Teddy Roberts, a published author. James, my agent, contacted me today with the good news that the publishing deal has been signed. Who would have thought it from my humble beginnings in Glasgow to this? Can't wait to tell Rachel. Ich wollte nur den letzten Satz noch dabei haben. Und ich hatte es eigentlich am Anfang, soweit ich mich erinnere, hatten wir auch einen deutschen Sprecher. Der wurde aber anscheinend ausgetauscht oder wie auch immer. Es scheint keinen Strom zu geben. Genau. Denn wir müssen noch den Generator anschmeißen. So, einige Objekte wie diese Schuppentür benötigen andere Gegenstände, in diesem Fall einen Schlüssel, um zu funktionieren. So, das heißt, wir müssen natürlich dann etwas finden, wo wir das öffnen können. Und wir dürften einmal die Info dazu. Keine Info. Okay. Finn McLaughlins Grab. Wir haben hier mit dieser Regel, die ich am Anfang nur übersehen habe. Passiert mir aber nicht wieder. Hallo,
das ist ein ziemlich creepiges Kind. Vor allem in der Umgebung. Ja, ist gut. Ey. So, ich weiß nämlich... Oh Gott, so. Man konnte nämlich hier entlang... Das ist aber eher ein Bonus. Wir haben einen geheimen Bereich gefunden. Mit nichts drin. Da war eigentlich ein Bild. Was man jetzt leider nicht sieht, weil ich das beim letzten Mal schon... Also in den Aufnahmen, in denen ich, die ich verworfen habe. Weil man das da schon gesehen hat. Ich müsste dafür, glaube ich, das komplette Safe-Game zurücksetzen. Aber so wichtig ist das dann auch nicht. Umso mehr ein Anreiz, sich das mal selber anzuschauen. So, dieses Ventil sieht sehr verdächtig aus. Das nehmen wir mal mit. Und wir haben wieder... Ich muss jetzt nur ganz kurz hacken. So. 6. May 1993. Sickness on the island. Out of fear of infection, some of the islanders have started constructing a series of gates across the island. Guessing to try and stop the movement of the illness. Today I saw Peter playing with some colorful wooden cylinders by the old bridge. Killian said he was trying to connect them into the bridge's mechanism somehow. Okay, also von der Story her ist auf dieser Insel wohl irgendwie eine Krankheit ausgebrochen und die Leute sind wohl eher aus Evakuierungsgründen oder Quarantänegründen, wie auch immer, vermutlich auf der Insel geblieben. Und ja, ist meistens auch eher so, dass man dann unter sich bleibt. Und ja, der Killian, das war glaube ich das Kind, was wir gesehen haben. Das hat mit diesen komischen Zylindern gespielt, die wir hier auch im Inventar haben. Zwei Stück haben wir. Und ich glaube, wir brauchen noch zwei weitere, soweit ich mich erinnern kann. Schauen wir mal. So, das scheint, ist glaube ich kaputt. Ah, okay. Stimmt, die kann man ja auch mitnehmen. Das darf ich nicht vergessen. Achso, ja, wir müssen erstmal den Generator anschmeißen. Kein Problem. Montex Mountain. Inventar. Drücke I, um Gegenstände zu sehen, die du bei dir trägst. X und Y oder das Mausrad, um einen Gegenstand auszuwählen. Beachten, du kannst immer nur bis zu 5 Gegenstände gleichzeitig tragen. Alles klar. Da haben wir eine Schüssel. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon einsetzen können. Müsste generell gehen. Rechtsklick. Ja, ich möchte den Schattenwerfer einsetzen. Hallo? Dann wohl nicht. Auch nicht. Nein, dann halt ich. So, und für die Leute, die sich fragen, wieso wir so langsam humpeln. Tja, wir sind hier auf dieser Insel gestrandet und waren verletzt. Und gehen jetzt quasi die ganze Zeit mit dem Gehstock. Sieht mir leider nicht. Aber ja, das ist der Grund. So, wir schauen jetzt mal im Schuppen. Ich denke mal, da sollten wir irgendwas finden, um den Generator anschmeißen zu können. Ich brauche dafür ein Objekt. Ja, das habe ich ja auch. Und zwar die Schlüssel.
Checkpoint erreicht. Alles klar. Ein Benzinkanister mit Benzin. Mehr Sachen haben wir hier, glaube ich, nicht. Und wir werden das gleich mal drin verwenden. Ich dachte, mit dem Buch kann man vielleicht irgendwas anstellen. So, und es dürfte ja hier am Strand bestimmt mehr geben als nur dieses Ventilrad, oder? Das wäre zumindest mal eine Idee. Vielleicht im Schiff? Nee. Ich weiß noch nicht, wie genau, ob die Übersetzung auf Deutsch plus das Gesprochene reicht, weil der Zettel ja auch relativ kurz zu sehen ist, also man quasi aktiv mitlesen muss. Aber ich denke, es ist okay, wenn ich dann einfach danach im Anschluss eine kleine Zusammenfassung gebe, die ich bisher noch nicht so ganz gut gegeben habe, muss ich ja dazu sagen, aber oh Gott, dieses Spiel hier. Aber immerhin läuft es besser als beim letzten Mal. Und wir haben wieder Licht hier. So, dann würde ich gerne, sehr gerne, sehr gerne einen Schattenwerfer einsetzen. Okay, jetzt geht's. So, und wie man hier sieht, ein internes Klicken setzt den Zähler zurück. Klicke mit den Maustasten. Und wir können hier anscheinend eine Uhrzeit einstellen. Aber welche Uhrzeit sollen wir hier einstellen? Das ist die Frage. Wir gucken erstmal mal weiter in die Richtung. So, und wir dürften hier ein bisschen weiterkommen. Oh, da ist wieder so ein Zylinder. Ein bunter, oder Kolben, sorry. Zylinder ist es ja nicht. Das hier ist auch nicht korrekt. Ich dachte, ich hätte was gesehen auf dem Strand. An dem Strand. Du gehst hier hin. Fischerstrand. Und hier hören wir wieder ein Kinderlachen. Hier ist anscheinend viel passiert. Ein wahrhaft vergessener Teil der Welt. All diese Besitztümer, die um mich herum verstreut liegen, sind Fenster in die Existenz anderer. Oder sind es vielleicht meine Erinnerungen, gefangen in meinem Geist, vergessen und tief im Innern eingeschlossen? Es fühlt sich an, als würde mich jemand aus den leeren Gebäuden heraus beobachten, die einst so voller Leben waren. Glaube ich an Gott? Eine gute Frage. Ich hätte ganz vergessen, aber da ist die Stimme. Die Skulptur bewegt sich nicht. Eine bizarre Skulptur mit einer Uhrschnitzerei. Okay. Und da hatte ich schon beim letzten Mal Probleme, irgendwas drauf zu erkennen. Da sieht man zwar irgendwas, aber das ist leider aus welchem Grund auch immer nicht so ganz erkennbar. Und da haben wir eine Wasserboje, die allerdings so kein Signal von sich gibt, glaube ich, zumindest. So, und dann schauen wir mal hier im Haus nach. Wir müssten ja hier in das Feuer gehen können. Achso, wir dürfen jetzt auch das Licht anmachen, oder? Ja, tatsächlich. Perfekt. So, dann
hören uns nochmal, oder wir lesen nochmal das nächste Briefchen. 10th of November 1992. Peter's little joke. Peter has started playing this little joke on me and Rachel, and will only communicate by tapping out these rhythms. I recognize them as Morse code, but I myself cannot decipher their meanings. He also seems to be spending quite a lot of time in the old hermit's shack, or staring out at the point's board. I hope he doesn't keep this up, or I'll have to go and visit the old hermit too. Okay, also der Peter, ich glaube, das ist das kleine Kind oder Cillian, eine von denen. Also auf jeden Fall spielt öfter mit Morse-Code, aber Peter ist vielleicht auch jemand anders. Könnte ich jetzt nicht mit Gewissheit sagen. Das ist wohl ein kleiner Hint darauf, was ist nicht das Richtige damit. Doch. Okay, also das ist schon mal eine Belohnung. Wir haben das Richtige getan. Das finde ich gut. Uns fehlt noch ein Kolben. Und ich glaube, wir können die hier auch aufmachen, oder? Allerdings finden wir hier so nichts vor. Finden wir vielleicht hier irgendwas? Ich habe, glaube ich, die anderen Schränke nicht ordentlich durchsucht in dem Sinne. So, haben wir hier noch irgendwas? Ah, da haben wir den letzten Kolben. So, wir gehen gleich. Also, ich mache schon mal das Inventar auf und wir gehen schon mal hier hin. Musik ist dramatisch gerade. Denn ich denke, dass es hat mit irgendeinem Rittel zu tun. Die Frage ist nur noch, was. Und da stand in dem Brief etwas von der alten Fischerhütte. Das heißt, wir gehen doch mal da hinten hin und schauen uns das an. Vielleicht kommen wir da ein bisschen auf die Sprünge. Und da war die Rede in dem Brief von einem alten Aussichtspunkt und er hat auf die Boje geschaut. So, die Frage ist, also da links war ja die Boje. Die Frage ist, wo ist der Aussichtspunkt? Vielleicht finden wir da noch ein bisschen mehr Hinweise, aber hier können wir jetzt auch das Licht anmachen. So. Hier haben wir aber, glaube ich, soweit nichts. Also hier können wir leider nichts aufmachen. Ein Grammophon. Ein Grammophon, meine ich. Moment, das war aber nicht das erste Haus. Da unten war ja auch noch eins. Hier haben wir so komische Lichter. Ich mache hier dann mal das Licht an. Kann man das öffnen? Nein. Ah, aber das kann man öffnen. Hütte des alten Einsiedlers. Lichter an der Wand. Ich habe herausgefunden, was sie bedeuten. Linkes, Zeit und Schatten. Also linke Lampe, Zeit und Schatten, mittlere Lampe, halte vom alten Aussichtspunkt Ausschau, nutze den Code von um die Farben herauszufinden. Okay, wie die Brücke herabgelassen wird, du musst mit Hilfe der Sonnenuhr die richtige Zeit eingeben. Untersuche die Boje von einer erhöhten Lage aus und notiere das Lichtmuster. Wandle die Farben mit Hilfe des ersten Buchstabens und des Morsecodes um, zum Beispiel rot. Stelle die bunten Holzkolben richtig ein. Okay. Die Brücke herunterlassen.
Ich kann die Pitcairn Spitze nur über die Brücke verlassen. Sie ist die einzige Verbindung zur Insel. Die Brücke wird erst herabgelassen, wenn alle diese Dinge richtig sind. So viel weiß ich. Wenn du dies liest, habe ich die Spitze verlassen. In Richtung Mine? Mine vielleicht? Ich weiß nicht genau. Jay. So, da müssen wir auf jeden Fall Ausschau halten. Also erstens Zeit und Schatten, Aussichtspunkt und den Farbcode notieren. So, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich nutze das hier mal als Cut. Ja, wir sehen uns. Bis dann.